Seid gegrüßt, meine liebsten Zuschauer. Ich stehe hier vor verschlossenen Türen. Ja, der Thronsaal ist gerade besetzt. Der König hat da gerade, glaube ich, eine Audienz mit Hoho. Ich weiß auch nicht, was die da treiben. Die sind schon seit 2 Stunden da. Kein Piep haben die gemacht. Kein Geräusch. Nix dergleichen. Also ich vermute, entweder sind beide beim Zungenkuss lieblich eingeschlafen oder irgendwas Schlimmeres passiert. Ich will nicht reingucken. Vielleicht ist der Spion gerade drinne. Wir lassen es einfach mal. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder darum, dass wir weitermachen. Hier und jetzt in der nächsten Folge von Dragon Quest Builders zu Hakashin Shidoto. Karaporoshima. Weiter geht's im Spielgeschehen, liebe Leute. Und zwar so richtig fein, weil ich jetzt hier... Oh, zum König... Ach, der König war hier? Der guckt... Der starrt gegen die Wand, hallo? Auf jeden Fall will er mit mir reden und sagt wie folgt... Ach, ich muss nur einmal sagen, ja? Ich bin ja der König von Moonbrook und ich trage das Blut des hellen Lord in mir, ja? Aha. Und ich habe eine Idee, wie wir den bösen Atlas besiegen können. Ach so, übrigens, sagt Cecil, ja. Denn eigentlich ist es ja so, dass der König unser Held ist. Aber die Kraft von Atlas, ich weiß ja nicht. Ja, es ist klar, ich habe leider diese Kraft nicht in mir. Aber ich bin, wie dem auch sei, trotzdem immer noch ein Bilder. Curanto? Wie wäre es? Kannst du nicht irgendetwas nutzbar machen für mich? Ja, ich, der König. Ja, ich habe ja das Blut von dem Helden in mir. Irgendetwas, was ich benutzen kann, um Atlas zu besiegen. Eine tolle Waffe oder so. Das wäre doch toll, oder? Also, Curando, wie wäre es? Könntest du mir nicht dann vielleicht irgendwie was Gutes mit deiner Idee oder sowas? Und mit deiner Kraft kannst du bestimmt schön verfälschen. Guck mal hier, ich habe was hier. Wie wäre es denn damit? Guck mal, du möchtest das so machen. Man muss mal kurz gucken. Hier, da, sowas? Wie heißt denn damit? Wenn man hier sowas hinzimmert. Guck mal da. Mein König. Da kriegen sie ja so einen Verteidigungsturm mal dahin. Guck mal, den da. Wird aus einigen Burg-Elementen gebaut, ja. Und Flaggen, und da kann auch von da oben stehen. Ja, guck mal. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja super, guckt euch das mal an, da könnte ich doch hier diesen Plan, dass ihr da kriege ich doch was. Da könnte man doch so eine Mina, den Superkanone hinbauen, ja? Das ist ja toll, dass du das so hinsetzt, ja? Ein Mina-Dane-Geschoss? Das heißt, etwas, wo wir eine magische Waffe, die unsere vereinte Kraft bündelt und auf den Gegner schießt? Aber das ist... Viel weniger ist das ein Geschützturm, eher ein Turm, oder? Und dieser Turm, warum ein... Also, Curando. Wie ich sehe, das ist der Bauplan in 3 Teile unterteilt. Kann das sein? Wir brauchen 2 Türme, wo wir die Kraft sammeln und einen Abschlussturm dann. Ich verstehe, sagt Rick. Dieser Bauplan dient also, um die Kräfte zusammenzusammeln. Es ist also einer von mehreren Türmen, oder wie? Oh ja, das ist ja fantastisch, Curando. Ja, also das ist mein letzter Wunsch an dich. Bitte bau das so. Oh, der dritte Wunsch des Königs. Mache dich bereit und besiege Atlas. Und mein Wunsch ist wie folgt. Noch einmal eine Mina-Denkanone bauen für und besiegen damit den Atlas, den großen Typen, ja? Mit dem einen Glubschaug. Mina-Denkanone, wenn wir fertig haben, dann können wir den bösen Atlas besiegen, der auch als der bösartige Gott bezeichnet wird, ja? Mit unserer ganzen Kraft zusammengebündelt schaffen wir das. Eine Mina-Denkanone, also, das ist eine wahnsinnige Waffe. Die passt perfekt zu Ihnen, mein König. Eine Waffe, die Ihnen würdig ist. Sie, die dir das Blut des Helden tragen in sich. Übrigens, was denn los, Curando? Du hast so ein komisches Gesicht in letzter Zeit aufgesetzt, sehe ich doch an dir, ja? Wie bitte? Du würdest wünschen, dass wir Shido aus dem Gefängnis gleich rauslassen, Safi, bitte. Da musst du mal überlegen, kurz. Ja, also, ich habe auch das gehört von Shido im Gefängnis, ja? Und das ist natürlich auch für ihn ganz, ganz furchtbar, ja, ganz klar. Aber wenn ich jetzt überlege, was wir vorhaben, ja, da kann es natürlich sein, dass er uns dann im Weg ist, ja? Ich muss ja sagen, ich bin ja der König und eine königliche Familie, was Wort gilt natürlich. Und er hört nicht auf das Wort des Königs, das ist natürlich nicht so gut, ja. Aber der Kampfart von Shido, ja, da gibt's noch einige, die haben Angst davor, in unserer Nein. Und natürlich geht uns nicht aus dem Sinn, dass sein Gesicht nicht gezeigt wurde im Spiegel des Ra. Wie dem auch sei,
Ich will ihn nicht Böses tun, aber wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir ihn natürlich auch wieder freilassen. Also warte noch ein bisschen. Ja, bitte. Also gut, dann werden wir so schnell es geht die Minadenkanone herstellen und Atlas besiegen, ja? Sagt Rick. Gut. Was will denn der schon wieder von mir? Der König will wieder reden. Redebedarf, ne? Komm her, mein König. Was los? Kuranto! Ja, guck mal an, da bist du ja Fita. Du weißt doch, ich bin der König und ich mag ja eigentlich nicht von oben hinabgucken, ja? Ich bin ja nicht so ein König, wie man das vielleicht kennen mag, ja? Deshalb will ich auch als Bilder natürlich mit dabei. Ich will helfen beim Bau, bei der Architektur von diesen schönen Gebäuden, ja? Oh. Jetzt kommen die Berater hier. Sessel. Aber, wir... Es ist ja so, mir geht nicht aus dem Sinn, wir haben immer Kurando gebeten, die Baumaterialien und so zusammen, ja? Das ist, weiß ich nicht, ob es so gut ist. Ja, dann lass uns doch auch mal was sammeln, Takoho jetzt. Wir können auch noch nicht uns geschlagen geben, den Jüngling hier. Kaka, sagt ihr dumm. Oh ja, genau, du hast gute Worte gewählt. Also lass uns mal hier ganz schön ein paar Sachen sammeln. Das ist unser Wettlauf hier. Wettlauf mit der Zeit, wer am meisten sammelt. Oh ja, guck mal, das sind die Beiner. Klagerer, die sehen ja ganz gesund und munter aus. Das ist ja voller Energie. Das macht mich ganz von pfeffriger. Ja, von schön das. Oh. Übrigens, Kurando, sagt Sessel. Was ist mit deinem Lächeln auf dem Gesicht? Es ist verschwunden. Machst du dir Sorgen um Shido? Die Gerüchte besagen, dass Anessa dem König am Ohr liegt und ihn immer beflüstert. Und dass sie schuld daran ist, dass Shido im Gefängnis gelandet ist. Aber auch wenn Anessa Shido als gefährlich eingestuft hat, kann man dieser Stärke glauben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich weiß, es ist schwer, aber er wird auch bald rausgelassen. Sei dir sicher. Geduldige dich noch ein wenig. Das wäre das, aber mal ganz ehrlich, was ist mit Jerome und Hoho, ja? Wo sind die jetzt eigentlich hingegangen? Ja, kommen sie. Oh, guck mal, Hoho, ich hab so viel weißen Marmor hier gesammelt. Guck dir das mal an. Jerome. Jerome. Oh, meine Güte, was ist das denn? Guck mal, was ich hier gesammelt hab. Bisschen simpel, aber ich hab ein bisschen Wolle hier, ein bisschen Holz und den ganzen Kram. Oh, meine Güte, das gibt's doch nicht. Ja, wir haben hier natürlich noch viel mehr gesammelt und hier Bookmauer und so wird alles hergestellt. Nicht schlecht, aber guck mal, was ich hier habe. Ich habe ja noch ein paar Säulen und ein paar Flaggen und so. Jedenfalls Kurando, sagt jetzt Jerome. Wir sind zwar alte Knacker, aber wir haben auch ziemlich was auf dem Kasten und wir haben ziemlich was zusammengesammelt. Hier, guck mal. Wir haben alles hier reingetan. Cool. Oh Gott! Jerome, hoho! Schreit, lacht der König da. Und kommt schon wieder zurück. Wahnsinn, Jerome und Hoho, guckt euch das mal an. Ja, da kann man doch gleich mit dem Zeug die Minadenkanone bauen, nicht wahr? Also lasst das doch machen. Alle miteinander, kommt mal zusammen zu eurem König. Hey, hey, ho! So. Wird das hier schon gebaut? Hier wird schon gebaut. Mito will das von uns. Ich muss aber erstmal noch eine Backkartoffel ganz dreist für dein Gesicht essen, Mito. Oh, jetzt habe ich die Backen. Scheiße, ich habe die Kartoffeln reingetan. Nein, lass mich mir ran. Nicht meine Kartoffeln klauen, bitte. Mito, du wolltest doch noch was von mir. Für die Vervollständigung des Bauplans, ja? Müssen wir einen Kraftorb auf dem Turm platzieren. Das ist etwas Besonderes, was wir erstmal noch besorgen müssen. Überlass uns bitte den Bau des Turmes. Kurando, du hast da was anderes zu tun, ja? Nur die Frage ist, wo kriegst du diesen Kraftorb her? Ich hab ne Ahnung, sagt der König. Ja, du musst wissen, wenn du von der Moonburg hier aus nach Norden gehst, dann ist da ein großer Hügel, da gehst du rauf, ja? Und da stand mal eine große Göttinstatue, ja? Steht da. Und der Kraftort sollte dort sein, wo die Göttinstatue hinguckt. Da vorne ist so eine Art großer Leuchtturm, ja? Anisarik, geht mal mit und nimmt das mit, ja? Hilf dir mal. Kurando. Das, was Anessa anbelangt, da kümmern wir uns später drum, ja?
Wir sollten aber auf jeden Fall mehr Kraft haben, deshalb sollten wir sie mitnehmen. Wenn wir eine Gelegenheit haben, sollten wir auf jeden Fall versuchen, ihr wahres Anliegen zu erkennen und ihre wahre Gestalt zu erkennen. Und jetzt steht sie schon da und hört mit. Überlasst es aber mir. Kulano, Rick, was flüstert ihr da euch entgegen? Kulano hat nur gesagt, er hätte ein bisschen Hunger und deshalb habe ich gesagt, er war eigentlich nichts Wichtiges. Also alle miteinander. Ihr baut den Bauplan zusammen. Ja, wir bauen den Bauplan und ihr kümmert euch drum, den Kraft aus dem großen Leuchtturm zu finden, ja? So. Das klingt spannend. Meine Fresse, ist das ein langes Chapter mal wieder. Ich liebe das Spiel, es ist unfassbar. Man wird hier immer stets versorgt mit tollen Abenteuern. Ich bin wirklich gespannt, wohin es uns noch führt. Und ihr seht, unsere Mission Atlas zu besiegen, das wird die letzte Mission auf dieser Insel sein, wird gerade dran gebaut. Dadurch, dass der erste Turm gebaut wird, zu 6%, auch nicht schlecht. Wir kümmern uns derweil um den Kraftorb. Und darum, dass hier das Ungeziefer verschwindet. Weg mit euch. Ach, guck mal, da ist die Göttinstatue. Oha. Das ist also die Statue der Göttin, von der König gesprochen hat, nicht wahr? Aber dort, wo sie hinguckt, da ist doch nichts. Seht ihr etwa was? Vielleicht sollten wir versuchen, dorthin zu fliegen. Kurando. Ab und zu erscheinen Wirbelstimmen auf dem Meer. Du musst sie umschippen und weiterfliegen. Du darfst da nicht reingeraten. Okay, erstmal jetzt hier noch ein paar Samen aufsammeln. Oh! Oh, verdammt. Ich habe mich ja fast gerade mal runtergesattelt. Wir dürfen da bloß nicht rein, dann zerreißt es uns unseren Schirm hier. Ach, guck mal, da vorne ist eine Insel. Aha! Das nenne ich aber auch mal spannend, nicht wahr? Der große Leuchtturm, eine Festung, ein Dungeon. Und hier gibt's auch einen Orb. Das ist der große Leuchtturm also. Aber warum ist an diesem Ort so ein Gebäude? Ha? Was ist da vorne? Wir können von dort wahrscheinlich hochsteigen. Jedenfalls, lasst uns mal nach oben steigen. Erstmal wird der Orb aktiviert. Der Eingang zum großen Leuchtturm. Hier können wir später noch mal ein bisschen forschen. Jedenfalls hier beginnt unser Dungeon-Abenteuer. Moment, erstmal die Kamera mit reinholen. Die soll nicht an der Außenfassade rumkrepeln. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Und hier geht es aber ganz schön hoch. Hä? Sagt Anessa. Sieh nur, da ist ein Monster. Hä? Monster wundert sich. Oha, nee, warte mal ab, du. Wo ist es hin? Hä? Das Monster ist verschwunden. Das war aber eine komische Kreatur. Wir sollten weitergehen. Irgendwas Verstecktes? Nee. Hier ist ein Schild. Du, der du Mut in dir trägst. Das Schicksal, was auf dich wartet, gib ihm, widme dich ihm und gib ihm deinen Körper, beziehungsweise wage dich an es heran. Schalter? Ah, okay. Das war ja aber ein hinterlistiger Anschlag auf mein Wohl, oder? Das ist ein Fallenturm. Auf die Falle hätte ich nicht drauf reinfallen sollen. Oder gebe ich dem Schicksal hin? Heißt das, wir sollen runterfallen und landen dann irgendwo? Das wäre ja auch eine Option, ne? Vielleicht sollen wir den Worten Glaube schenken. Auch wenn das schwerfällt in dieser Welt, wo uns ja wirklich vieles feindlich gesinnt ist. Aber es gibt auch keinen Weg, der weiterführt, oder? Oder wo führt uns das hier hin? Wir nur mal kurz gucken. Nee, aber... wir müssen scheinbar tatsächlich den Worten folgen. Dann machen wir eben das. Ja, dann schauen wir mal. Das heißt, wir müssen hier runterstürzen und fallen lassen.
Und das ist der Eingang. Also, zum Leuchtturm. Ein großes Wasserbecken. Und verschiedene Schalter. Mit einem Schild. Also, es ist so, springen, was Rot anbelangt, so steige hinauf und lass dich von einem Trampolin emporschwingen. Was Grün anbelangt, wenn du dort draufsteigst, dann wirst du nach ganz oben bringen. Das ist das Rudampolin. Was? Rot ist ein Trampolin und Grün ein... Was? Ein anderes Trampolin? Ein Nulampolin? Was ist das? Damit können wir den Turm erklimmen. Wir können es einfach nur versuchen, indem wir gucken, ja? Also wo wollen wir denn am besten hier hoch? Wir sollten gucken, ob wir irgendwo einen Hinweis haben. Und dann den Kraftorb suchen. Gibt's hier unten im Wasser noch irgendwas? Nee, das ist das Meereswasser, was uns hier umgibt. Müssen wir erstmal gucken, ne? Wir versuchen es einfach mal. Das müsste höher gehen, ne? Oder? Wir müssen richtig springen. Boah. Boah, verdammt. Wir sind länger drauf, weil je länger wir drauf sind, desto höher fliegen wir. Und von hier dann wahrscheinlich, genau, weiterspringen. Okay. Das ist ja genau das, was mir immer gefällt, solche Sachen. Aber hier können wir gleich weiter hoch. Da ist grün-gelb. Mal gucken, wo wir hier landen, wenn wir hier hochkommen. Ist hier was? Was ist das denn? Das, was du forderst, ist nicht hier. Kehre zurück, dort, wo du hinkommst. Das ist was Schönes hier, guck mal hier. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Eine Animinage-Puppe. Das ist schön. Die nehmen wir nochmal gleich mal mit. Guck dir mal an, oh süß. Da müssen wir gleich mal ein Rezept drauf schreiben. Armidage-Püppchen. Kleine Puppe, die können wir der kleinen Risu mitbringen. Jedenfalls ist das der richtige Pfad fast schon gewesen. Wir gehen jetzt mal hier. Hier weiter, upsala. Wow. Mal gucken, wo es uns hier jetzt hinbringt. Da geht es nämlich auch nach oben. Am Ende kommt der Bereich, der da grün ausgezeichnet ist. War hier vielleicht richtig? Ein Schild. Hier ist nicht das, was du forderst. Kehre zurück. Oh, eine Mimik, eine Todesbox. Eine bösartige Kiste, die wir natürlich jetzt schnell besiegen werden, bevor sie uns mit Todesmagie jagt. Okay, dann hatten wir recht, dann ist es hier, beim grünen Licht. Das ist der Hinweis gewesen. Das grüne Licht führt uns weiter. Upsala. Weitere Sprungfedern. Grüne und rote. Rote bringen uns nicht hoch genug. Deshalb müssen wir auf den grünen gleich rumtrampolinisieren. Aber erstmal müssen wir hier nochmal gucken, ob da was ist. Scheinbar nicht. Also geht's weiter hoch. Hinauf mit uns. So. Da sind zwei große Kisten. Ist das einfach schon die Spitze des Leuchtturms? Ja, ja, guck mal. Das ist aber ein ziemlich großer Ort, ne? Hä? Kekekeke, ihr kleinen Menschen. Ihr seid also die Mut mit sich bringen, ja? Dann wollen wir den Mut mal auf die Probe stellen. Ach, guck mal hier. Die wollen es echt wissen, ne? Aber wir zeigen ihnen, wer hier Mut hat. Ein feuriger Flammenball. Oh, verdammt. Erstmal das Kleinvieh hier besiegen. Dann bist du dran. Rick und Anessa, gibt alles. Sehr gut, perfekt. Und das war's auch schon mit dir. Das war der Wächter des Turms scheinbar, ne? Die Monsterbande ist besiegt. Die Kisten öffnet sich und da kommt der große Kraftorb raus und noch ein Samen des Lebensbaumes. Nehmen wir natürlich alles mit. Oh, das ist der Kraftorb, den wir für den ersten Bauplan brauchen. Ich spüre eine wahnsinnige Kraft. Ganz klar,
Damit können wir wahrscheinlich Atlas das Gesicht bieten. Können wir uns dagegen ihn stellen. Aber was ist das für ein Bau, frage ich mich trotzdem. Ich habe irgendwie eine komische Vorahnung. Dass wir einfach stehen, ich weiß auch nicht. Es wirkt, als wäre es eine Illusion, die wir sehen. Jedenfalls sollten wir zum Schloss zurückkehren und den ersten Bauplan vervollständigen. Mehr gibt's hier auch scheinbar nicht zu entdecken. Das heißt, wir können uns eigentlich auch wieder von hier zurückbringen lassen. Zurück nach Moonburg. Das war schon ein schöner kleiner Exkurs. Ein spannendes Abenteuer, was wir fernab unserer Festung hier erleben durften. Kommen wir mal wieder ein paar Herzen einsammeln. Schade, dass Shido nicht mitgenommen wurde, ne? Das ist ja eigentlich relativ traurig. Dafür bringen wir ihm das Kuscheltier mit, ja? Das machen wir. So, da sind wir wieder. Ist auch fast fertig hier alles, das ist gut. Ja, sogar schon ganz fertig. Guck dir das mal an. Perfekte Timing haben wir gewählt. So, und wo ist denn jetzt der König? Er kommt ange. Tigert, ich dachte, er wollte mitbauen. Ich weiß, ach nee, Mito war es. Okay, gut. Kodando, mein Herr. Du hast also den Kraftop im großen Leuchtturm gesammelt, ja? Jetzt warten wir darauf, dass der Bauplan abgeschlossen sind und dann können wir den Orb platzieren und dann den ersten Turm fertigstellen. Ist schon fertig. Übrigens, Kodando, ich habe ein unsicheres Gefühl in letzter Zeit. Irgendwelche komischen Dinge passieren in unserer Burg. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, auch dass Shido ins Gefängnis gebracht wurde. Und irgendjemand plant doch was. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das richtig ist. Wir müssen aber über den Kampf nachdenken, ja? Und das ist problematisch. Der Eindringling ist eine Gefahr für unsere Pläne, unsere Strategie. Wir müssen gucken, dass wir den schnappen, den Spion, denn sonst wird der Verrat hier weitergehen. Ja, wir brauchen irgendetwas. Wir müssen irgendwie gucken. Es geht hier nicht nur um Sieg und Niederlage. Irgendwie muss doch hier irgendeiner noch einen besonderen Grund haben, sowas zu tun. Der Spion. Wir müssen natürlich noch rausfinden, was seine Wünsche sind und was geplant ist. Müssen wir erstmal Rick nochmal gucken. Was will der? Können wir den Orb hier platzieren schon? Nee, ne? Was will denn hier? Hier, ne? Zack. Da ist dann der Kraftorb schon mal drin, ne? Und damit haben wir schon mal den ersten Part erledigt. Beim nächsten Mal geht's dann natürlich auch wieder frisch und munter weiter an dieser Stelle. Da werden wir mal gucken, dass wir dann dem König noch seine Wünsche erfüllen. Ich wollte jetzt noch mal ganz zu Ende kurz das Fleisch hier von der Herdplatte nehmen. Das werden wir nicht brauchen, auf alle Fälle. Denn ganz allein von Kartoffeln, ne, da kann man nicht auch nichts, kann man sich auch nicht von nähren. Und was ich auch noch machen wollte, ist einmal hier runtergehen kurz. Zu Shido, ich weiß, ich darf nicht nah an ihn ran, aber ich würde ihm schon gerne hier zumindest das Plüschtier. Halt. Dass er einen Freund hat, mit dem er reden kann. Shido, ich komme bald und hol dich raus, versprochen. Guck mal, der guckt mich nicht mal mit dem Hintern an, der. Der ist ja wirklich enttäuscht, aber ich verstehe das. Ich wäre auch enttäuscht, wenn ich Shido wäre, ne? So. Weizen können wir hier herstellen, auf jeden Fall. Müssen wir auch vielleicht nochmal machen. Feld, kleines Feld hier. Aber das alles später. Das war's an dieser Stelle. Ich gehe jetzt mal wieder zum Thronsaal und sage danke fürs Zugucken. Beim nächsten Mal geht's auch wirklich wieder richtig fleißig weiter. Und dann gucken wir mal, was uns noch erwartet. Ich esse jetzt noch ein paar Ofenkartoffeln. Nom, 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 lecker, lecker. Und sage, das war's. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl und auf Wiedersehen.